So, meine Herren und Damen der Sonne, servus und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Tropico 6, der Kampagne. Und für heute habe ich tatsächlich mal einen kleinen Mix geplant, weil ich möchte natürlich auch das erfüllen aus der Story. Ja, können wir machen. Können wir mal 3000 machen. Ja, Tabak lösen wir mal auf. Ich würde sagen, wir machen 3000. Oder? Ne, machen wir 500. Nur für die Quest. Wir machen jetzt schon wieder richtig Cash. Ist aber ausgelastet. Muss ich noch ein zweites Sägewerk bauen, werde ich dann auch tun. Umwelt. Haben wir hier hinten eine dicke Umweltverschmutzung? Also hier. In der Region, wo das Kraftwerk steht. Okay. Okay, okay. Müllhalde. Na, ja, machen wir es hier. Denke ich, ein guter Platz. Hä? Ach, ist deaktiv. Ach so. Kaufe ich auch schon mal, weil die möchte ich dann auch direkt bauen. Aus Milch kann ich dann den altbekannten tropikanischen Käse herstellen. Keinen Laden besuchen. Haben wir denn hier einen? Oh. Da muss woanders hin, weil da haben wir dann keinen Platz mehr für die
Ja, die Hütte brennt. Wir wissen's. Machen wir daher. Kleinen Laden, wo haben wir denn den? Haben wir in der Touri-Ecke hinten. Haben wir einen kleinen Laden. Hier. Es ist toll, ich zu sein. Die Orte sollten zu mir kommen. Euer loyaler Penultimo ist... Jawohl, danke. Eine Zeitung. Ich denke, das lässt sich machen. $1,800, ja, das... lässt sich machen. Ich würde nie den Tag vor dem Abend. Cash. Nee. Kann ich helfen? Löscht. Okay, sorry. Okay. Kümmert sie gar nicht. Konserven. Ach, da brennt es auch. Alter Schwede. Schönes Wetter. Ja, es wird schon eingedämmt. Schaut's da hinten aus? Transportbüro ist das. Oh, hat schon beladen. Nice. Frei. Na, jetzt sind hier beide am Werk. Ja.
Meinetwegen. Ja, es wird aber gelöscht. Das ist schon mal gut. Sollte ich hierfür nicht ein spezielles Auto haben? Der Palast ist schöner als dieser Ort. Ich weiß. Wo versteckt? Wir haben die Schokolade, Präsident. Öffnen wir die erste Tafel, um den Goldcoupon zu finden. Nein, vielleicht die zweite. Auch nicht. Aber er muss doch hier sein. Okay, Penultimo. Präsident, hier ist kein Goldcoupon. Wir hatten gigantisches Pech. Naja, immerhin können wir die Verpackungen an Wonkmeister zurückschicken, um deren Kampagne Salat für Schulen zu unterstützen. Wonkmeister Salat ist äußerst beliebt. Natürlich besteht er fast ausschließlich aus Zucker. Okay. Hallo Präsidente. Jemand mit einer sehr eigenartigen Nase hat die gesamte Schokolade aus meinem Laden gekauft. Ich habe natürlich keine Ahnung, wer es war. Okay. Die Verteilung von Essen ist eine öffentliche Dienstleistung. Wenn also jemand nach Schokolade verlangen sollte, würden wir gerne liefern. Als Gegenleistung können Sie meine Unternehmen unterstützen, Präsident. Mein Ansehen würde durch die Decke gehen. Warum beginnen wir nicht mit einer kleinen Ladenkette auf diesen Inseln? Wir müssen kleinen Laden dreimal besitzen und Geld durch das Sammeln von Gebühren von dem Gebäude kleiner Laden erwirtschaften. 1000. Können wir machen. Präsident, ich habe hunderte Schokoladentafeln gegessen, aber ihr habt trotzdem keinen Coupon. Ich habe versagt und ich fühle mich sehr seltsam. Okay. Die Leute müssen mehr Schokoladenriegel kaufen. Wenn einer eurer treuen Bürger gewinnt, wird er den Goldcoupon sicherlich mit Freude am Präsidenten weitergeben. Wir sollten die Bürger dazu ermutigen, auf freundliche, aber bestimmte Weise. Wir müssen die Bevölkerung erhöhen, das haben wir ja schon. Haben wir ja schon gelöst. Thank you.
Ich brauche Eisen. Okay. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Wald. Wir brauchen Eisen. Geht, glaube ich, ungebildet auch. Jetzt muss ich mal gucken, was brauchen wir denn nicht auf der Insel, weil dann hätten wir wieder Plätze frei. Was haben wir da? Ananas. Na, hau mal weg. Präsidente, manchmal frage ich mich, wie die Welt ohne mich aussehen würde. Dann kennen wir schon experimentelle Bodenbehandlung erforschen. Eisen. Stahlwerk. Gut. Also... ist auf dem Weg. Können wir noch nicht bauen. Den hingegen könnten wir bauen. Textilien. So. Fahrzeugfabrik bekommt wieder Stahl.
Gut. Ah, wird da kein Stahl drin. Ich muss irgendwie an Eisen kommen. Das ist das, was mich jetzt stört. Okay. Sieht schön aus. Du hast Unmengen an Eisen. Das brauchen wir jetzt. Ist nicht sonderlich viel. Das ist Export, okay. Nice. Hola. Ach, der fährt jetzt hier rum, dann daher. Stimmt, hier ist keine Abkürzung. Könnte Sinn machen, da eine zu bauen. Die Genossen sind rastlos, Präsidente. Sie haben schon seit Tagen nicht mehr zusammengearbeitet. Oh, das ist schlecht, Moreno. Krankenhaus bauen. Logisch, machen wir doch glatt. Kein Problem, machen wir doch.
Es ist ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Präsidente. Mit nur etwas Magie kann ich Ihnen das Zehnfache zurückzahlen. Okay. Brauchen Sie Hilfe, Präsidente? Wenn Sie diesen Goldcoupon wollen, brauchen Sie so viele Wonkmeistertafeln wie möglich. Ja. Vielen Dank, Präsidente. Dank eurer großen Beliebtheit bei den Leuten habt ihr einen Goldcoupon erhalten und mich zu eurer Begleitung gemacht. Okay. Meere aus Limonade. Kaugummibäume. Interessiert kein Mensch. Schokoladenfabrik bauen. Können wir machen. Machen wir hier hin. Mal Schokolade herstellen. Ich glaube, Kakao müssten wir sogar haben. Irgendwo. Bananen, Ananas, Kakao. Hammer. Gut. Plantage, Kakao. Könnte man hier machen. So. Es gab einige Möglichkeiten. Nichts illegal. Dann nehmen wir mal an. Ich denke ich nie falsch. Ich will das nur sehr ungern, aber... Oh, hier kommt zwar gut Cash rein, demnächst. Kommt schon ins Boot. Nice. Okay. Ah, gelöscht. Richtig nice. Sehr gut. Produziert wieder. Ja, wir brauchen dringend Stahl. Richtig nice. Ach, das läuft ja auch. Wow, das läuft ja wieder. Gut.
Ja, der Stahl stickt auch wieder rapide, aber das ist nicht so schlimm. Meine Gemeinde wurde mit Glaube, Hoffnung und Wohltätigkeit gesegnet. Und ich hoffe, dass ich auch an Ihre Wohltätigkeit glauben kann, Präsidente. Was können Sie? In Anstalt bauen. Und ja. Das Bike ist irritiert. Sorry. Luft hat los. Bin begeistert. Möchte ich mal kurz den Handel auschecken. Ihr könnt noch Waffen bauen. Und Rum könnte ich noch machen. Also die Rumproduktion. Aber da müsste ich jetzt haargenau gucken, wo kann ich Zucker anbauen. Jetzt schauen. Sugar könnte ich doch hier abbauen. Plantage Zucker. Aber stimmt, hier geht eine Straße lang. Die muss ich jetzt noch bauen. Moment, Stopp, Plantage mit Sugar. Verlangen nach Wahlen, Präsidente. Es hat den Anschein, als wollten sie mitentscheiden. Oh shit, das muss ich zum Zahn zulegen. Glaube. Loben tun wir die Industriellen, da machen wir keinen. Nichts. Zack. Tropico. Manche nennen es das Tal des Schattens der Verzweiflung. Doch ich nenne es das Tal des Schattens meines Zuhauses. Unser Wille ist unzerstörbar. Also erhebe dich, O Tropico, und verzeih. Es ist zwar praktisch, dass die meisten unserer Bürger nicht lesen können, doch wurde Tropico von einigen voreingenommenen Nationen als rückständige Arbeit ist hart. Und niemand weiß das besser als Sie, Präsidente, der noch nie in seinem Leben auch nur einen... Sind Sie die ganzen ranken und schlanken Bürgerleid, die nur aus Haut und Knochen bestehen? Mit doppelten Lebensmittelrationen können Sie alle glücklich machen. Außer vielleicht die reichen Magnaten. Wer sich mit jedermann gutstellen will, sollte die Steuern senken und sich erst nach der nächsten Wahl Gedanken über einen ausgeglichenen Haushalt machen... Jeder hat gerne mehr Geld. Und sollte nicht genug Geld für Gesundheitsvorsorge, Kanalisation oder Verbrechensbekämpfung in der Staatskasse sein, nun, dann müssen die Steuersenkungen wieder aufgehoben werden. Schon sind wieder alle glücklich. Zwei Siege für den Preis von einem. Sorry, wusste ich nicht, dass das so geht.
werde euch alle besiegen. Sorry, sorry, sorry. Aber wir müssen die Folge jetzt auch mal zu einem Ende bringen. So. Dann möchte ich diese Folge schon mal abschließen und mich von euch verabschieden für heute. Bleibt gesund, bleibt uns treu, bleibt bei dem Projekt auf alle Fälle wieder mit am Start. Ich freue mich, bis bald.